bist, bist du überzeugt, das Richtige zu tun. Bald schon wirst du einer von uns sein. Nein, werde ich nicht. Ich will nicht einer von euch sein. Ihr seid bekloppt, wisst ihr das? Ihr lauft die ganze Zeit rum und singt irgendwas von der Mutter, während ihr hofft, dass die Zombies euch nicht beißen. Ja, bekloppt. Hey Kleiner, was ist los? Helfen Sie mir, Mister! Ich bin in ein Loch gefallen und meine Brüder sind weggelaufen! Wo sind deine Eltern? Sie sind tot. Ich habe solche Angst, Mister. Irgendwas ist hier drinnen bei mir. Wo bist du? In einem Lagerhaus in der Nähe des Dammes. Bitte, bitte helfen Sie mir! Halte durch, Junge, ich komme! Okay. Sag mal, das ist das Lagerhaus, wo wir schon einmal drinnen waren. Da habe ich gesagt, hier sollte eine vermisste Person sein, aber wir haben nichts gefunden. Das ist das Lagerhaus. Ich hab gesagt, ne? Lasst mal eine richtige Quest machen und dann wieder zurückkommen. Ja. Was ist denn hier los? Oh ne, kein Interesse. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. GAI-Paket immer mehr. Das schnappen wir uns. Hey, bist du hier? Was haben deine Brüder und du hier eigentlich gemacht? Wir haben nach Schätzen gesucht. Wir sind durch ein Loch im Dach eingestiegen. Ein Loch im Dach. Bin der Meinung, wir waren da. Und da war aber kein Loch im Dach. Deshalb sind wir da nicht auf die zweite Etage gekommen. Wir konnten von dem Loch in der ersten Etage konnten wir einfach nicht in die zweite Etage. Da war wie eine unsichtbare Wand. So als wollte das Spiel verhindern, dass wir da hinkommen. Wahrscheinlich sollten wir wirklich erstmal den Strom aktivieren, weil man den irgendwie braucht für die Quest. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. So viel Zeug rum. Alter, so viel Zeug. Junge am Funkgerät. Da liegen Sachen, aber warum komme ich da nicht ran? Eine Schrotflinte? Ist das alle? Alter, eine Schrotflinte an der Kette so im Auto, das ist ja auch geil, oder? Aber warum komme ich da nicht ran? Es sind wahrscheinlich Bauteile in dem Auto drin, aber ich kann sie mir nicht nehmen. Hier, guckt mal. Man sieht sie, ne? Man kann sie nicht nehmen.
nur am Looten hier. Was ist das hier für ein Ort? So viele Drops hier rumliegen, so viele Bauteile. Ja, ich finde es teilweise schon ein bisschen zu viel. So, Dach hat er gesagt, ja. Ein Loch im Dach. Oh. Da war eigentlich kein Loch, als ich das letzte Mal hier war. Beziehungsweise ja doch das Loch hier. Dann okay, dann sag mir jetzt genau, wo du bist. Kleiner, hey! Hey! Verdammt! Wie gesagt, hier waren wir ja schon drin. Hier, hier waren wir auch drin. Oh. Das war das letzte Mal nicht hier. Schwert? Spielzeugschwert? Hey, wo bist du? Hier drinnen ist nichts, Kleiner. Was zum... Der Riese ist hier. Riese! 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 Himmel, geht das nicht ein bisschen leiser? Ich find's ja ganz schön, so gefeiert zu werden, aber es lockt auch die Beißer an. Riese! 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 Hey, ich mein's ernst. Haltet die Klappe, Jungs! Oh. Achtung! Vorsicht! Riese! Ich verstehe. Hä? Alter! Durch die Wand! Schreien die Kleinen gerade, mach ihn kalt, Riese? Wollen die Kleinen, dass der Riese uns killt? Was sind das für Sackratten? Können wir die Kleinen jetzt umbringen? Okay, der ist erledigt. Und jetzt bringen wir euch hier raus. Er hat ihn getötet? Oh nein! Nein! Er hat den Riesen getötet! Was? Mir reicht's jetzt so langsam. Er hat die Schlüssel gefunden. Los, weg hier. Schweinehunde. Schweinehunde. Die wollten, dass wir sterben und haben sich nicht gerade sehr gefreut, nachdem der Riese tot war. Unglaublich. Da gibt man sich so viel Mühe, hier den Leuten zu helfen. Hier ist Crane. Ich habe einen der Vermissten gefunden. Leider tot. Scheiße, wir sterben wie die Fliegen. Trotzdem danke. Gibt man sich so viel Mühe, hier den Leuten zu helfen, und dann wollen sogar die Kinder uns umbringen. Sogar die Kinder versuchen uns umzubringen. Ach Leute, ey. Ich hasse Kinder. Guck mal hier, Haufen Kinderschuhe. Das ist ihr kleines Versteck oder sowas. Und der Riese ist ihre Unterhaltung. Die rufen Leute über Funk um Hilfe, locken die hier rein und der Riese killt die dann. Kennt ihr? Also Rammstein kennt ihr. 100 Pro, ne? Rammstein kennt jeder. Ist eine blöde Frage. Aber kennt ihr den Sänger von Rammstein? Till Lindemann. Der macht auch manchmal ohne Rammstein, einfach nur er selber als Solo-Artist, macht er auch manchmal Lieder. Und er hat ein Lied, das heißt Ich hasse Kinder. Da singt er so, oder fragt erstmal so, kann und darf man Kinder hassen? Und möchte ich meinen, unter manchen Umständen? Ja. Na, hier, guck mal, die kleinen Sackratten. Haben mir die Schuhe gesammelt von den Leuten, die sie getötet haben. Wie viele haben sie schon an diesen Riesen verfüttert? Die haben hier Haufen Leute umgebracht. Wir haben hier einen Haufen Leute hergelockt und umgebracht. Da habe ich kein Mitleid mehr.
Dann klaue ich alles. Ihre komplette Beute. Wieso? Wird die jetzt schlecht oder was? Die Kinder habe ich nicht getötet, die sind bloß weggerannt. Ich glaube nicht, dass man die tötet. Ich glaube, die sind einfach weggerannt. Und das war's. Markierung. Ja, dass die einfach Leute hier opfern und dann quasi ausrauben. Das ist schon krass. Renntrophäe. Guck mal, die haben ja wirklich hier oben einfach gespielt. Entspannt hier oben gelebt. Leute um Hilfe gerufen und die dann da unten geopfert. Und aus dem Zeug, was sie aus den Leichen gelootet haben, das haben sie dann wahrscheinlich an andere Leute dann verkauft. Und sich damit Essen geholt. Unglaublich. Drecksbelger. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Naja. Nicht nett. Gar nicht nett. Aber da zufällige Begegnungen interessiert mich nicht. Schnappen wir uns das Fahrzeug und gehen mal hier rüber. Das nächste Gebiet säubern. Müsste eigentlich auch gleich mal eine kleine Pause einlegen. Mache ich das jetzt auch gleich. Ich fahr zumindest erstmal dahin. Oh Gott. Ich bin jetzt hier gelandet. In der Rennstrecke. Kommt man hier raus? Nein. Mist. Dann hängt das Auto jetzt hier drinnen fest. Typisch. Ich hab mal wieder ein Auto verloren. Typisch Stellskop. Kann und darf man Kinder hassen? Auf jeden Fall! Soll das ein Witz sein? Hab ich jetzt so nicht erwartet, Alter. Verdammt. Dass jetzt hier bewaffnete Leute waren. Minimal unerwartet. Alter, was ist denn los? Was ist denn los? Da waren auf einmal 5 Viecher hinter mir und haben gleichzeitig draufgeklatscht. HP, bum, 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 bum. Ich wollte einfach mit dem Enterhaken hoch und die Schrotflinte den Typen abknallen. Und die haben mir 6 Mal in den Rücken geschlagen. Ich war tot. Ich konnte nicht mal gegenheilen. Alter. Konnte nicht mal gegenheilen. Wow. Ja, ich gehe jetzt erstmal fix das Essen und dann machen wir hier weiter. Bis gleich. Sind alle wieder da. Und wir machen weiter. Ja, da waren da auf einmal Leute oben drauf. Das habe ich gar nicht kommen sehen. Ich dachte, ich bin da rein, kill ein paar Zombies, mache einen Strom an, gut ist. Auf einmal waren da Leute. Und dann sind von hinten auch noch Zombies angerannt gekommen und haben mich einfach völlig überrumpelt. Komplett überrumpelt haben die mich.
bist erledigt. So leicht kommst du mir nicht davon. Wo willst du hin? Wir sind noch nicht fertig. Oh Gott, wo kam der jetzt her? Nee, danke. Kein Bock. Wie heißt das, eine Safe Zone? Ist die jetzt offen oder was? Du musst doch in eine Safe Zone reinkommen können. Verstehe ich nicht. Ach, hier geht's rein. Fahrzeug geholt. Kann man hier schlafen gehen? Kein Bett? Doch, da. Die Nitros eigentlich ganz okay. Die waren einfach nur wie die Fuego, so bloß halt mit Habaneros. Der Nachgeschmack war so ein bisschen blöd. Der Nachgeschmack war nicht ganz okay. Aber ansonsten, ja, hatte ich eigentlich nichts auszusetzen. Das Auto da vorne. Shit! Shit! Nein! Fuck you, Drecksgame. Alter, dass man dadurch stirbt. Ich dachte, ich kann das einfach wegrammen und gut ist. Und dann kam ich nicht mehr aus dem Auto raus und die Scheiße hat mich einfach umgebracht. Oh, so ein Bullshit eigentlich. Ich weiß hier immer nicht, wo ich lang fahren soll. Das ist auch so ein Riesenproblem. Hilfe! Ich verdurste hier oben! Ich bin auf meinem Hochsitz und unter mir sind Tausende von Infizierten! Nicht erkundeter Ort. Wieder so ein Militärdingsbums, ne? Ja, klar. Immer noch nicht erkundet. Muss ich es anklicken oder was? Stehen da richtig Schlange? Stehen da Schlange? Oh. Toll. Bist du hinter mich gekommen? Wie ist der hinter mich gekommen?
Guck mal jetzt mal. Jetzt ist es zumindest markiert als Militärausrüstung. Noch ein nicht erkundeter Ort. Das kann doch nicht wahr sein. Warum ist denn hier alles nicht erkundet? Auch ein militärischer Außenposten, okay. Dann können wir hier vielleicht was looten? Super Molotow, was ist das denn? Warum habe ich sowas nicht? Was ist denn ein Super Molotow? Stärker, wahrscheinlich mit Benzin gemacht statt mit Alkohol. Okay. Ist noch nicht unbedingt stark genug. Was ist mit den Landminen? Kann man die werfen oder muss man die setzen? Okay. Der Explosionsradius war recht groß. Aber der Lärm halt. Der Lärm ist jetzt nicht gerade sehr optimal, ne? Und ja, gefährlich. Sehr gefährlich. Hier die Drops. Da muss aber noch irgendwo so eine andere Kiste sein, die die Bauteile gibt. Wo ist die? Nicht die? Inventarfall, was heißt denn das eigentlich? Was ist denn das, was ich da finden soll? Keine Ahnung, was das sein soll. Requirierungspaket ist es nicht. Irgendwas mit medizinisches Paket. Katastrophenhilfe, Medkit. Ich weiß nicht, was das ist, warum mein Inventar davon immer voll ist. Keine Ahnung. Ah, hier, die habe ich gesucht. Die habe ich gesucht. Motorteil Stufe 3.
das? Ja, Motorteil. 3. Schön. Und jetzt geht's wieder hoch. Den ganzen Weg an der Straße folgen. Einmal dann rechts halten. Hier ist das mit dem Silo. Hier sollte doch jemand vermisst sein, oder? Dachte ich eigentlich. Zumindest haben die irgendwas von dem Silo erzählt. Aber ich sehe hier keine Markierung von wegen vermisst. Komischerweise. Nicht heilen, während ich fahre, oder? Doch, kann ich. Okay, es dauert bloß ein Weilchen. Okay. Und jetzt die Straße und dann links. Links an der nächsten Kreuzung. Ist irgendwo ein Nest? Ja, unter uns. Ich habe mich gerade gewundert, warum zeigt er mir so viele Gegner an? Vor allem so viele Nachtjäger. Aber die sind unter uns. Geh jetzt so zur Tankstelle und guck mal, was dort noch für Kisten liegen. Oh.